Die große Messe gilt als eines der ausdrucksstärksten Werke von Uwe Scholz. Er choreografierte einst dieses beeindruckende Ballett an der Leipziger Oper nach der Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. In wenigen Tagen soll sein Werk wieder aufgeführt werden, jedoch nicht in Leipzig, sondern eigens als Gastspiel in Spanien. Und dafür müssen jede Menge Vorbereitungen getroffen werden. Zum Bühnenbild gehören meterhohe Spiegel. Da die Bühnen in den Opernhäusern in Madrid, Bilbao, Pamplona und Valladolid jedoch nicht baugleich mit der in Leipzig sind, musste das Bühnenbild neu angefertigt werden. Gastspiel bedeutet immer eine extra Herausforderung, weil es sind fremde Häuser, es sind oft fremde Sprachen. Und es gibt immer Schwierigkeiten, die Stücke, die wie hier für dieses Haus gemacht worden sind, dort anzupassen. Also wir haben für diese Produktion Messe jetzt in Spanien über 70 Spiegel neu bauen lassen, weil die großen Spiegel hätten gar nicht in den LKW gepasst oder es gab Schwierigkeiten an anderen Gastspielorten, das so anzupassen, dass es wirklich funktioniert. Mit diesem speziellen Modulsystem ist es möglich, die Spiegel individuell an jede Bühne anzupassen. Jeder der Spiegel ist 2 Meter hoch, zusammengesteckt können sie eine Höhe von bis zu 8 Metern erreichen. Bevor sie jedoch auf große Fahrt gehen, müssen sie erst einmal getestet werden. Dafür werden sie zusammengeschraubt, um auch die notwendigen Drahtseile genau anzupassen, damit am Auftrittsort alles perfekt ist. Ein solches Projekt bedeutet aber auch einen enormen Aufwand. Denn während das Gastspiel in Spanien unterwegs ist, laufen die Veranstaltungen in Leipzig weiter. Wir nehmen 3 Techniker mit und einen Meister und es kommen auch 3 Beleuchter mit und wir brauchen Ton und Ankleider, Dekorateure, die das alles, es muss alles zusammenspielen, weil es ja doch in 4 verschiedenen Städten spielt und die Vorlaufzeiten nicht so groß sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich hier das Problem, dass uns die Leute fehlen. Also das ist ein großer Balanceakt, den wir gerade vollführen mit einer, wie man hört, einer laufenden Produktion, die gerade in die Endphase geht und wir dann mit einem Teil der Crew in Spanien sind, das hier noch zu bewältigen. Auch im Ballettsaal laufen die Proben auf Hochtouren. Ballettmeister Roman Slomski arbeitet hier mit den Tänzern an den letzten Feinheiten. Auf die Bühne gebracht wird das Stück von Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder, der einst ein Schüler und Freund von Uwe Scholz war. Mit der Wiederaufnahme der großen Messe wird das Stück seines früheren Lehrmeisters nun einem internationalen Publikum zugänglich gemacht und das unter einem sehr engen Zeitplan. Ja, das ist immer so eine Sache auf Gastspiel, weil alle Tage und Stunden sind gezählt. Man muss Zeit einplanen für den technischen Aufbau, für die Proben auf der Bühne, erstmal für die Tänzer, dass die sich in den neuen Raum finden können und dann mit dem Orchester zusammen. Also deshalb sind wir eine komplette Woche in Madrid dafür. Trotzdem sind die Proben ziemlich knapp. Aber der große Vorteil ist, dass Andreas Schüler, unser Dirigent, der auch hier die große Messe dirigiert hat in Leipzig, schon eine Woche eher in Madrid ist und mit dem Orchester probt und dem Chor. Noch muss das Leipziger Publikum allerdings nicht auf das Ballettensemble verzichten. So, vor Abflug nach Spanien haben wir noch ein kleines Abschiedsgeschenk an unserem Publikum, nämlich 2 Vorstellungen von Chaplin in der Choreografie von Mario Schröder am nächsten Wochenende, Samstag, Sonntag. Und dann sehen wir uns wieder im März. Und dann stehen unter anderem Stücke wie Cinderella und Jim Morrison wieder auf dem Programm.